da haben wir jetzt alle gehalten, wir jetzt, bevor wir gesprochen haben. Ein bisschen müssen wir nur mal in die Nähe von dem Zeug kommen, was hier vorne liegt, stimmt's? Bevor wir aber das machen, möchte ich mich trotzdem noch bei jemandem bedanken. Und ich möchte, dass folgende Personen bitte nach oben kommen. Und zwar möchte ich gern, dass Herr Böttcher nach oben kommt. Herr Jörg Böttcher ist ein Prüfer aus dem Bereich Kolloquium. Frau Lehmann, Antje, hat im Bereich Praxisprüfung mitgemacht. Herr Ute Wetzel, ebenfalls im Bereich Kolloquium. Elke Herrmann, bitte. Nicht verstecken, keine Chance. Carina Maywald. Und wo ist denn Mrs. Abisch? Da hinten gesehen. Katrin, kommst du bitte? Das sind recht herzlich mal bei den Leuten bedanken, die als Quäler tätig waren. Nochmal ein großes Dankeschön an die Prüfer. Ich bin sehr diszipliniert, ich bin dann immer alles. Ja, das wollte ich Ihnen nochmal vorführen, wie Herr Friesen Hals bekommt. Aber ich habe vor kurzem Folgendes gelesen. Geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen vollenden sie. Das hat Leonardo da Vinci gesagt und Sie können sich vorstellen, wer mir da so spontan einfiel. Ja, und es passt jetzt einfach vom Rahmen her. Ich wollte Ihnen mal unseren Chef vorstellen, der tolle, geniale Ideen hat. Der Spruch sagt natürlich nicht aus, dass er auch nicht zu den Fleißigen gehört, ja, die dann weiter mit was umsetzen, das wollen wir nicht ausschließen. Und wir als Mitarbeiter können Sie sich vorstellen, Sie haben uns jetzt ein bisschen kennengelernt, wir haben es nicht immer einfach mit unserem Chef, der hat viele tolle Ideen. Manchmal sagen wir auch, oh, ja, was hat er sich wieder ausgedacht, er hatte mal eine Weile, ja, und dieser Wettbewerb, der sollte ja eigentlich schon im vorigen Jahr stattfinden. Es gab dann ein paar Befindlichkeiten, ich möchte das jetzt auch alles nicht nochmal aufrollen. Und dann hat er zum Jahresende gesagt, nächstes Jahr machen wir den Wettbewerb. Ja? Ich bin ganz stolz im Namen des Teams und wir möchten uns auch nochmal bedanken und wünschen uns trotz alledem, dass unser Chef immer wieder tolle, schöne, neue Ideen hat. Kontinenzförderung ist ein Geschäft. Ist auch böse von mir, oder? Halt, und jetzt gehen wir zurück, oder? Thank you.
Berlin, wie gesagt, mit Cash, so wie es sein soll, wie wir es gesagt haben. Ja, jetzt musst du das hier festhalten. Komm. Ja, also ich habe nicht damit gerechnet. Bei meiner Mutti, so wie bei Oskar, dass sie mich begleitet hat und unterstützt hat bei meinem Ausbildungsbetrieb, bei den vielen neuen Freunden, die ich hier kennenlernen durfte. Ja, danke. Jetzt noch einer dabei, der keine Rede reden möchte. Da müssen ja reden. Müssen ja so oder so. Okay. Dann kürzen wir es ab. Ich bitte nach vorne, Julia Götz. Was ich wirklich sagen soll, außer, dass ich mich erstmal bei der Avarosa bedanken möchte, dass sie diesen Contest hier hervorgerufen haben und dass alle mitgeholfen haben, auch bei denen, die so alles mitgestaltet haben, möchte ich ein Danke sagen. Ich möchte mich besonders bei den Leuten bedanken, die hier das Prüfungsteam gemacht haben, denn wir waren alle wirklich ziemlich nett und haben uns alle super aufgenommen und ich glaube, die nächsten, die hier Contest mitmachen, die werden auch Spaß haben, weil es war wirklich sehr witzig. Ich möchte mich an meine Gruppe bedanken. Ich habe eine sehr tolle Gruppe gehabt, die mit mir alles ganz cool und lustig gemacht hat. Dann möchte ich mich bei meiner Dozentin und meiner Schule bedanken, dass ich hier an dem... Stehen Sie ruhig mal auf, zeigen Sie. Genau. Hey, bravo. Dass Sie hier mitmachen und dass ich auch mitmachen durfte und dass Sie mich auch überredet hat, hierher zu kommen, weil ich ja eigentlich ganz gar nicht vorhatte, herzukommen.
Und dann nochmal das Beste zum Schluss an meine Familie, denn ich glaube, ich würde hier nicht stehen, wenn meine Familie nicht da wäre. Du, steht mal auf. Wir sind fertig an sich. Das, was jetzt noch fehlt, ist natürlich ein schöner, würdiger Abschluss. Und der würdige Abschluss wäre, Peter, wir gehen noch was essen. Einverstanden? Du kannst es nicht brauchen, ich müsste mir zugucken. Ja. Aber das machen wir so. Ne? Ich lade Sie hiermit recht herzlich zu einem Imbiss ein, ein Buffet, das wir hier nebenan haben. Ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Tag. Dankeschön.